Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus. Auch heute wieder mit einem Unternehmen, was bei Anleger und Anlegerinnen sehr beliebt ist, was wir updaten möchten und welches Quartalszahlen gemeldet hat. Nach dem Intro geht es zusammen mit dem Roland Jägen los. Hallo Roland. Hallo Andreas. Schönen guten Tag. Heute reisen wir einmal um den Globus, der steht glaube ich da hinten im Regal, und gehen nach China. Nicht nur weil die Sonne da aufgeht, das war glaube ich Japan, sondern weil es dort sehr sehr starke Käufer gibt, vor allem im E-Commerce-Bereich, die dann Abstrahlwirkung auch für die Wall Street haben. Ja, und eines der bekanntesten E-Commerce-Unternehmen aus China ist entsprechend die JD.com. Das Unternehmen hat auch in dieser Woche Quartalszahlen vermeldet und vor diesem Hintergrund möchten wir die Aktie heute hier noch mal updaten. Ja, das Wachstum in China, das ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Wir haben hier nur mal die E-Commerce-Anteile mit den Prognosen für die nächsten Jahre dargestellt. Und auch wenn das quasi als absolute Zahl dargestellt ist, man muss ja wissen, wie viele Milliarden in China wohnen und dass das dann in Summe ausmacht. Und da kann der deutsche Markt bei weitem nicht mithalten. Ja, ist natürlich ein, ein riesiger Markt entsprechend. Von daher schaut die ganze Welt auch immer genau auf die Volkswirtschaft in China. Wie sieht es dort aus? Ist dort Wachstum vorhanden oder nicht? Und daher sicherlich ein interessanter Indikator und auch ein, ein Riesenmarkt, nicht nur für die chinesischen Unternehmen selbst, sondern eigentlich global für alle Unternehmen. Ja, Wachstum in China, da ist ja das Thema Bruttoinlandsprodukt auch immer wieder ganz oben in den Headlines zu finden. Wir sprechen dort über vier bis fünf Prozent Wachstum. Das ist für chinesische Verhältnisse sehr, sehr gering. Genau, da sind wir doch andere Zahlen gewohnt, auch aus dem letzten Jahrzehnt, wo man doch häufig im deutlich zweistelligen Bereich gelegen hat. Zu ChainD.com kommend ähm, ist das tatsächlich die Nummer zwei hinter Alibaba mit einem Marktanteil von rund 17 Prozent. Ähm, die wollen sich jetzt auch ein bisschen international ausrichten. Es ist schwierig, in China selber auch die Marktanteile dann noch gegen so einen starken Konkurrenten auszubauen. Bisher sehe ich auf der Homepage aber leider noch nichts von. Ja, in der Tat nicht. Die ist noch komplett hier in Chinesisch gestaltet. Äh, man versucht so ein bisschen gegen äh, da auch zu behaupten entsprechend. Also es gibt starke Konkurrenz im eigenen Land und ähm, ja, da macht es natürlich auch Sinn zu expandieren und das ist sicherlich auch einer der Ziele, äh, die die JD.com für die kommenden Quartale und Jahre haben wird. Ja, um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Mitarbeiter eigentlich dort arbeiten. 450.000, das ist schon Wahnsinn, Das Unternehmen mit, äh, mit einem Marktwert von 40 Milliarden US-Dollar auch kein kleines international betrachtet. Und wir schauen mal auf die Historie, die tatsächlich aus einer Krisensituation heraus entstanden ist. Nämlich als es die Vogelgrippe SARS gab, da überlegte sich der Gründer, dass er aus den lokalen Läden auch einen Internethandel machen könnte. Ja, und äh, ja, das, die Idee kam gut an. Man ist schnell gewachsen. Entsprechend, schon recht früh, wie ich finde, folgte dann auch das an der, äh, Listing an der NASDAQ im Jahr 2014 hier entsprechend. Und seitdem ist man auch fester Bestandteil des NASDAQ 100 Index und es gibt auch ja, weltweit strategische partnerschaften unter anderem mit walmart in den usa und man hat drohnen äh, zur auslieferung in lateinamerika hier schon entsprechend bereitgestellt. aber ähm, auch für infrastruktur man ist auch infrastrukturanbieter für europäische unternehmen äh, unter anderem hier auch für danone oldenburger entsprechend äh, wo man eben als retail ss service unternehmen agiert. Und das hat tatsächlich noch ein bisschen zugelegt, dort die Infrastrukturnutzung, also das ist ausbaufähig und wenn man sich noch einmal den Einzelaktionär Walmart anschaut, der ist tatsächlich sehr, sehr stark eingestiegen bei JD.com, hat also das Potenzial frühzeitig erkannt? Ja, das auf jeden Fall, ca. 10% der Anteile gehören hier entsprechend Walmart, das ist schon sehr, sehr groß hier für, für einen Einzelaktionär, von daher man hat das früher erkannt und bleibt hier auch entsprechend als Großaktionär bei der Stange. Genau, Und der Gründer hat selber auch noch einen großen Anteil. Das ist quasi Platz zwei. Und dann kommen mehrere Asset-Management-Firmen, ähm, die sich damit positioniert haben. Und die freuen sich selbstverständlich auch über die Dividende. Seit letzten Jahr, das hatte ein gewisser Andreas Bernstein geschrieben, in den Artikel, ist JD ein äh, Dividendentitel. Genau, da haben wir im letzten Jahr drüber gesprochen, hier über diese News. Dividendentitel, die Dividende ist auch jetzt weiter angestiegen. Das sehen wir gleich auch bei den Zahlen. Von daher durchaus auch vor diesem Hintergrund eine spannende Aktie. Bevor wir zu den Zahlen kommen, vielleicht noch ein äh, Zauberwort, ähm, was äh, in jeder Sendung eigentlich mit erwähnt werden äh, muss. Äh, denn es ist überall in aller Munde. KI, künstliche Intelligenz, auch bei äh, JD hat das Einzug gehalten. Es gibt nämlich in verschiedenen äh, Stores äh, so eine virtuelle Umgebung, wo man äh, gescannt wird, wie verhält man sich, äh, bückt man sich eher zu den unteren Regalen, zu den oberen, wo geht das Auge hin, was wird eingekauft. Und anhand dessen Verhalten wird mit künstlicher Intelligenz dann das Angebot durchstrukturiert und diese Läden, die nehmen immer weiter zu. Die gibt es zum Beispiel ja auch von Amazon, so als Amazon Go in Seattle und so weiter. Aber ich glaube, da ist noch viel Raum für Weiterentwicklung. Da ist riesiges Potenzial vorhanden. Von daher die ersten solcher Läden gibt es bereits in China und die sollen auch rasant weiter wachsen. In diesem Jahr noch ähm, auf mehrere hundert hier entsprechend. Von daher sicherlich riesiges Potenzial hier auch im stationären Handel mit der Hilfe von KI. Ja, wir werden es beobachten. Ich bin mal gespannt, wann es in Potsdam da den ersten Laden gibt. Dann können wir auch mal den Selbstversuch hier starten. Aber wir haben mit Spannung auf die Quartalszahlen gewartet und es waren tatsächlich starke Zahlen, die man hier auf einen Blick einmal zusammengefasst sieht. Ja, für das abgelaufene Quartal hat JD einen netten Umsatz von 42,5 Milliarden US-Dollar vermeldet, circa 3,6 Prozent mehr im Vergleich zum äh, Vorjahresquartal, die Analysten hatten da etwas weniger erwartet, also da auf jeden Fall schon mal positiv überrascht. Beim Gewinn sieht es auch so aus. 76 Cent je Aktie haben hier auch die Analysten -Schätzungen pulverisiert, könnte man quasi sagen. Die haben nur ca. 63 Cent erwartet. Und es war auch wesentlich besser als im Vorjahresquartal, als man nur 67 Cent je Aktie hier ähm, erzielt hat. Ja, beim Thema Dividende hat man auch noch mal was draufgelegt. Die Dividende wird um 23 Prozent gesteigert und das macht eine Dividendenrendite, ich habe es gerade ausgerechnet, von rund 3 Prozent. Das ist richtig international wettbewerbsfähig. Ja, das ist sehr ordentlich, 3 Prozent als Dividendenwert und man ist noch nicht so lange dabei, hier Dividenden auszuzahlen. Das finde ich auch recht ordentlich. Ja, und es gibt auch ein Aktienrückkaufprogramm, das wird auch äh, weiter ausgebaut bis in den März 2027 hinein. Also, das sieht alles äh, gut aus und das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, vorbörsig kamen die Zahlen gestern im regulären Handel an der Wall Street, ähm, die Aktie massiv zulegen konnte und zwar um 16 Prozent. Ja, eine sehr starke Reaktion nach den Zahlen. Die Aktie ist ja doch auch unter Druck geraten, schon in den letzten äh, Monaten und äh, ja, fast Jahren kann man, kann man sagen. Aber jetzt eine starke Reaktion nach den Zahlen, vielleicht so eine Initialzündung, um da auch nochmal höhere Kurse anzuvisieren. Das sehen wir später auch im Chart. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme von dem einzelnen Handelstag. Wenn man nämlich verschiedene Zeitebenen anschaut, sind die ganzen letzten vier Jahre, wenn man das jetzige Jahr bisher mitzählt, eigentlich keine Gewinnjahre gewesen. Schade. Ja, schade, in der Tat. Also, auf lange Sicht ähm, hier, wer, wer schon äh, einige Monate oder Jahre investiert ist, ist vermutlich im Minus äh, mit der Aktie, weil die doch hier auch auf Dreijahressicht äh, deutlich unter Druck geraten ist, auf Jahressicht und auch auf mehr Monatssicht. Von daher ähm, wenig äh, Grün hier zu sehen in, auf Basis dieser Daten. Aber langfristig macht es natürlich auch mehr Freude, wenn man in Aktien einsteigt, die gut bewertet sind, aber noch nicht davon gelaufen sind, wie zum Beispiel eine Nvidia. Wenn man sich die Prognosen für die nächsten Jahre anschaut, so soll die Nettomarge steigen, das Betriebsergebnis soll steigen, man macht Gewinn, die Umsätze sollen steigen. Also von der Bewertung her wird die Aktie immer attraktiver und hat in diesem Jahr sogar einen KGV von unter 10 auf den Bilanzdaten hier fortgeschrieben. Ja, damit wird sie von der Bewertung auch sehr attraktiv für längerfristige Investoren, dann kommt noch die Dividende dazu und der Ausblick ist durchaus positiv, also Wachstum hier in allen Segmenten soll es weitergehen, der Umsatz soll steigen, der Gewinn soll leicht ansteigen und insbesondere die Margen werden auch wieder besser. Ja, und da sagen die Analysten zum großen Anteil: kaufen, kaufen, kaufen. Barclays hat die Kaufempfehlung nochmal bekräftigt im Januar erst. City Group auch und Mizo Securities aus Japan ebenfalls. Obwohl die Aktie in diesem Jahr noch nicht gelaufen ist oder gerade deswegen. Wir schauen gerne mal mit dem Freestocks-Tool genauer hin. Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst hier im Wochenchart etwas näher an und da sieht man seit den Hochs über 100 Dollar hier Anfang 2021 ist die Aktie ganz gleich in einen langfristigen Abwärtstrend hier übergegangen. Entsprechend ja, jede Gegenbewegung wurde wieder sehr sehr stark abverkauft und jetzt versucht die JD Aktie schon seit einiger Zeit hier auch einen Boden einen potenziellen Boden auszubilden. Ja war kürzlich ja auch noch hat kürzlich Schwäche gezeigt aber nicht ganz hier auch die Jahrestiefs erreicht im Bereich von 20,8 Dollar das heißt es könnte so ja vorsichtig gesagt ein, ein höheres Tief auf Tagesbasis sein jetzt ist die Aktie angesprungen man sieht das große Gap hier nach den Zahlen die Aktie heute vorbörslich etwas unter Druck und von daher für heute und die nächsten Tage gilt es sicherlich diese diese Marke von ca. 24 Dollar hier auch zu halten. Darüber könnte dann auch eine größere Gegenbewegung hier im bestehenden Abwärtstrend folgen. Ich denke, ja knapp 20 Prozent bis in den Bereich von 29, 29,5 Dollar sind hier vielleicht kurzfristig möglich. Sollte die Aktie nicht mehr die 24 Dollar Marke reißen, darunter wäre sie natürlich ganz klar weiterhin im Abwärtstrend äh, Trend und man sollte vorsichtig sein. Ähm, es wird noch einige Zeit dauern, bis vielleicht hier wirklich auch ein Trendwechsel ansteht. Also es sind erste positive Anzeichen, dass es vielleicht in naher Zukunft so sein könnte. Aber wie gesagt, eine Gegenreaktion bis zum 200-Tage-Durchschnitt würde immer noch bedeuten, dass die Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Die 29-Dollar-Marke ist ja auch eine große Hürde, die es zu überwinden gilt. Aber wer vielleicht spekulativ kurzfristig in die Aktie einsteigen möchte, ist hier ja, ist einiges am Potenzial geboten. Langfristige Investoren steigen dann vielleicht eher aufgrund der Dividende oder des KGVs ein. Charttechnisch wird es hier noch etwas dauern, bis das Bild sich dann auch aufhält. Und wir haben ja auch erlebt im letzten Jahr, wie schnell so eine Aktie wie eine Pindudu Nummer 3 bei den Online-E-Commerce- Firmen aus China dann mal schnell sich verdoppelt, verdreifacht, sogar vervierfacht. Ja, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, wenn die Anzeichen stimmen und wenn dann auch die Zahlen, die in den nächsten Quartalen folgen, äh, positiv sind. Von daher werden wir sehr, werden die Aktie weiter gespannt verfolgen und uns melden, wenn es hier äh, vielleicht noch bessere Einstiegssignale gibt. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Vielen Dank für die Infos und bis bald, Roland. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.